So, ich mache noch mal ein Video zum Fall Felix Heger. Das hat auch damit zu tun, dass ich angezeigt wurde in diesem Fall. Ich muss mich verteidigen bei der Staatsanwaltschaft und auch in dem Zusammenhang werde ich dann noch ein Video machen. Das hier ist jetzt erst der Trailer. Das ist der Trailer. Der kündigt das andere an. Und dann mache ich da noch was dazu. So, also das in dem Zusammenhang gehe ich dann auch darauf ein, auf neue Videos, die da im Fall Felix vom SWR gemacht wurden. Und ich steige hier mal ein kurz. Vier Tage nach Felix' Verschwinden entdecken Streifenpolizisten im Nordschwarzwald bei Bühl das Auto von Michael Heger, 100 Kilometer von seinem Wohnort entfernt. Hundertschaften und ein Hubschrauber beginnen die Suche. So, da schauen wir uns kurz an, wo das Ganze ist. Haben wir hier die Karte. Und also ich erkläre es kurz, ich mache es mal ein bisschen größer. Hier ist der Parkplatz. Das ist dieser Parkplatz. Da ist das Auto entdeckt worden, diesen Parkplatz. Da drüber ist ein zweiter Parkplatz. Da ist jetzt ein bisschen Dings drüber. Bäume. Und hier ist dieses Haus Wiedenfelsen, das bei mir eine Rolle spielt. Und da drunter ist der Weg praktisch, wo der gefunden wurde, direkt den Hang runter. Wurde der Heger gefunden und dann ist noch die Rede von einer Stelle im Wald, wo so dieses angebliche Biwak, wo ein paar Sachen gefunden wurden. Das ist, wenn man hier den Parkplatz, da kann man da so hoch und da ist es irgendwo in der Ecke, nee, weiter noch, weiter hoch, weiter hoch. Weil da ist ein Weg und es ist überhalb dem Weg. Also da, Hanna. Man kann auch das mit reinnehmen, da kann ich ein bisschen besser drin rumschieben. Jetzt, also das ist das Gleiche hier. Das ist Haus Wiedenfelsen, da ist dieser Parkplatz. Da unten ist dieser Weg, wo der gefunden wurde, überhalb dem Weg. Und dann ist es, ich denke mal, kann man sagen, da überhalb dem Weg, irgendwo da drin ist es, wo die Gegenstände aufgefunden wurden. So, okay, jetzt das mal als Hintergrund. Das kann man jetzt so nebeln lassen und jetzt das Video. Die Suchtrupps finden 400 Meter oberhalb des Also, das Parkplatzes ist ein da, Versteck im Wald. das ist hier. Dort Kleidungsstücke von Michael Heger, leere Schnapsflaschen und eine Packung Schlaftabletten. Von Vater und Sohn aber keine Spur. Drei Zeugen berichten, sie hätten Michael Heger und Felix an der französischen Grenze gesehen. Alles Unsinn. Die Polizei sucht daraufhin auch in Frankreich, ohne Erfolg. Fast 2 Monate nach dem Verschwinden von Felix hilft der Zufall weiter. Am 26. Februar 2006 geht ein junges Paar spazieren, Das ist hier nur 300 unten. Meter unterhalb des Parkplatzes, auf dem Michael Hegers Auto gefunden wurde. Direkt neben dem Weg findet ihr Hund einen leblosen Körper. Also, das ist nicht direkt neben dem Weg, sondern ist etwas oberhalb von dem Weg. Und es ist einfach bizarr, praktisch, wie niemand auf das Gebäude eingeht. Man redet von der Örtlichkeit hier oben, und dann redet man wieder von hier unten. Und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er da runtergegangen ist und sich praktisch und da dann umgekommen ist. Und weil er gestolpert ist. Und ich sage die ganze Zeit, das Ziel war dieses Gebäude. Es ist so bizarr praktisch. Hier ist nichts irgendwie, da ist weit und breit nichts. Die nächsten Gebäude sind weit weg. Und
Es ist völlig naheliegend, dass praktisch das Ziel, warum er dort war, war dieses Gebäude hier. Ich habe das dann in meinem Artikel erklärt, alles warum und wie und was. Und dass er dann dort umgebracht wurde und da sein Körper darunter gezogen wurde. Aber keiner geht auf dieses Haus ein. Vielmehr sagt man so Überlegungen. Es heißt nur Verschwörungstheorie. So, das ist der Heger jetzt. Es ist die Und Leiche. jetzt, man schaut sich das an. Hier kann man runterlaufen. Das ist jetzt nicht bequem, aber da kann man runterlaufen und da kann man auch einen Körper tragen auf dem Rücken so. Also das ist möglich. Oder schleift man ihn und er hat ja auch einen Schuh verloren. Aber man kann ihn auch in einen Plastiksack reintun, praktisch, dass man das Schleifen nicht so sieht. Also das ist alles erklärbar. Von Michael Heger. Die Polizei geht von Selbstmord auf. Hier oberhalb dem Weg ist es gewesen. Doch die Oberhalb. Großeltern von Felix wollen das bis heute nicht glauben. Wenn man eine Leiche ablegt, warum macht man es oberhalb? Ist doch mühsam, entweder jemand nach oben zu ziehen. Die haben das einfach so weit runter, dass man denken konnte, es wäre praktisch hier abgelegt worden. Das war das Ziel. Und die sind alle drauf reingefallen. Das war das Ziel der Täter. Man hat uns immer gesagt, er hat Tabletten genommen und war betrunken. Und das mussten wir 2 Jahre ertragen, bis dass wir mal Einblick in die Akten haben, wo dann stand, Alkoholgehalt im Blut und Urin 0,0. Und ich bin überzeugt, entweder hat er einen Unfall gehabt oder man nachgeholfen. Also, so denkt der Opa. Jetzt gehen wir noch kurz so zum anderen Video. Also, jetzt kommt Video 2. Da gehe ich mal nur auf ein paar Sachen ein. Und von Felix aber oder realistische Möglichkeit? Tatsächlich gibt es bei der Obduktion von Michael Heger eine Reihe von Ungereimtheiten. Wenn er zum Todeszeitpunkt unter Alkoholeinfluss gestanden hätte, wäre das nachweisbar. Doch die Rechtsmediziner finden keinen Alkohol. Außerdem lag sein Leichnam nur 5 Meter oberhalb eines Waldwegs, auf dem man leicht mit dem Auto fahren kann. Also, das ist praktisch dieser Rückschluss. Das sage ich, ist von den Tätern genauso angestrebt worden und die sind alle drauf reingefallen. Zufall? Es sieht so aus, man hat ihn mit dem Auto hingebracht, und hat ihn an die Seite gelegt. Sie Ich sind dachte mir aus. reingefallen Weil drauf. die Staatsanwaltschaft aber Fremdverschulden ausschließt, wird nicht alles untersucht. Ein Beispiel. Und das, ja. Die Rechtsmediziner entdecken eine Wunde am Handgelenk von Michael Heger, die einem Einstich gleicht. Sie empfehlen der Staatsanwaltschaft eine toxikologische Untersuchung, um. Und hier sage ich, das ist ein großer Irrtum zu meinen, dass man hier etwas reingespritzt hätte, sondern hier hat man sein Blut abgezapft und hat es praktisch damit diese Spur gelegt, die Hunde gefunden haben, bis zum dieser Stelle im Wald, wo es dann geheißen hat, das sei das Biwak, wo also die Gegenstände von denen gefunden wurde. Und der Fall wird einfach nicht richtig zusammengesetzt. Es wird nicht logisch gedacht. Hier kann keiner, der sich bisher geäußert hat, irgendwie hat was Vernünftiges zustande gebracht. Die Leute können nicht scharfsinnig schlussfolgern. Um Klarheit zu bekommen. Doch die lehnt ab und begründet das im Jahr 2010 in der SWR-Doku so. Wir können nicht jedem Hirngespinst nach. Dann nennt er praktisch die Überlegungen der Ärzte, nennt er Doktoren und Professoren, nennt er Hirngespinst. Das ist ja eine Frechheit. Das ist ja aus Fachkreisen an ihn herangetragen worden und nicht irgendwie im Internet, wo man auf die Leute gern runterschaut, sondern das sind ja Experten gewesen und das nennt er Hirngespinst. Nachlaufen, was sehr zeitaufwendig wäre, personalintensiv wäre, kostenintensiv Alles wäre, ohne einen ausreden. konkreten Anhaltspunkt zu haben. Ohne einen konkreten Anhaltspunkt. Das ist dummes Geschwätz.
Aber wäre jetzt in diesem Fall eine toxikologische Untersuchung, die vielleicht auf Baden-Baden nicht so kratisch hat, nie enthaltige Beleg. Die Kritik an den Ermittlungen kann der Sprecher der zuständigen Mannheimer Polizei zum Teil verstehen. Es schiebt das zwei unterschiedliche Aspekte. Einmal das Vermisstenverfahren, zum anderen das Todesermittlungsverfahren, das natürlich im Bereich der Staatsanwaltschaft Baden-Baden läuft. Da gibt es natürlich viele Ansatzpunkte für Kritik, aber aus meiner Sicht haben wir alles getan, um Felix zu finden. Wir also, die andere Polizei, okay, die könnt ihr kritisieren, aber uns nicht. Ja, so, okay, das war Video 2. Und jetzt, wie gesagt, ich gehe auf das alles noch ausführlicher ein. Jetzt kommen wir zu Video 3. Und da sehen wir jetzt den Typ, der mich angezeigt hat, wo ich auch noch ausführlich drauf eingehe. Das ist jetzt der Behan. Seine Leiche nie gefunden. Nils Wilhelm unterstützt die Großeltern. Er hat den Verein Vermisster Kinder gegründet und begibt sich immer wieder selbst auf Spurensuche. Also, ich halte diesen Mann für keinen Fortschritt in diesem und in anderen Fällen. Ich halte den für sehr problematisch und wie gesagt, er hat mich angezeigt. Ich gehe auf das dann noch mal ein und ich denke, er macht einen Haufen Unsinn. Und ich zweifle sogar an seiner Glaubwürdigkeit. Was er hier veranstaltet, das ist, darauf gehe ich auch noch ein. Bei Kindern generell, finde ich, sollte man immer am Ball bleiben. Und ich persönlich sage, es ist ein Verbrechen, in so einem Fall nicht weiterzumachen. Weil es ist ja offenkundig, dass hier einige Dinge nicht durchgeführt wurden damals, die ja zu Recht auch öffentlich angeprangert werden. Und vielleicht kann man jetzt noch was bewegen. Das ist die große Hoffnung. Aber, Hier ist Wilhelm im Schwarzwald. Er sucht noch einmal die Stelle ab, an der damals die letzten Spuren von Felix' Vater gefunden wurden. Aber war der kleine Junge tatsächlich auch in diesem Gebiet? Denn außer einem Handschuh wurde hier nie etwas von Felix gefunden. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Felix oder jetzt schon junge Mann Felix noch lebt. Beweisen kann ich es natürlich nicht. Genauso wenig wie jemand anderes beweisen kann, dass er tot ist. An diesem Felsen fand die Polizei im Jahr 2006 Kleidungsstücke von Vater Michael Heger. Daneben Alkoholflaschen und Schlaftabletten. Nils Wilhelm sucht die Stelle heute mit einer Endoskopkamera ab. Er rechnet nicht damit, nach so langer Zeit... Also, ganz klar, alles, was der hier sagt und vorgibt zu finden, da habe ich mehr als Zweifel. Etwas zu finden, aber versuchen will er es dennoch. Und tief in der Felsspalte entdeckt er eine Plastiktüte. Und auch noch was anderes eingepacktes? Ich glaube dem kein Wort. Die Polizei allerdings beobachtet solche privaten Ermittlungen mit großer... Ja, und jetzt Achtung, ja. Jetzt kommt doch. Die Problematik ist einfach die, dass je länger die ganze Geschichte her ist, desto mehr wirre Fantasien, muss ich sagen, kommen auf uns zu. Teilweise auch Verschwörungstheorien werden gebildet. So, also was er damit genau sagen will, weiß ich nicht. Aber ich fühle mich mal, ich denke mal, da ich ja keine konstruktive Feedback bekommen habe, dass man das ernst nimmt, da denke ich, dass das, was ich hier beizutragen gehabt habe, in diese Kategorie eingeordnet wird, Verschwörungstheorien. Da muss man wirklich dazu sagen, das ist schon wirklich so wie man früher praktisch bei der katholischen Kirche gesagt hat, wenn irgendjemand was gesagt hat, was denen nicht gepasst hat, dann war es ein Ketzer. So, und das Gleiche macht man heute mit dem Begriff Verschwörungstheorie. Das hat man so verwendet, einfach wenn es eine missliebige Meinung gibt, die praktisch zu verbieten oder zu diskreditieren, und das nennt man es Verschwörungstheorie. Besonders verrückt ist es zum Beispiel, und auch da sieht man, was für eine Gehirnwäsche und was für Nonsens dahinter steckt. Zum Beispiel, da kommt irgendein Asteroid, fliegt nahe bei der Erde vorbei. Manche Leute denken,
der könnte ja die Erde treffen, dann schreiben die Medien tatsächlich Verschwörungstheorie. Praktisch, es sei eine Verschwörungstheorie, dass der Asteroid die Erde treffen kann. Ja, wer soll sich denn hier verschwören? Die Erde und der Asteroid, oder? Es hat doch keinen Einfluss auf dieses Ding. Was ist hier eine Verschwörungstheorie? Das ist hirnverbranntes Journalistengeschwätz. Völliger Nonsens, dieses Verschwörungstheorie-Zeug. Eine Verschwörungstheorie ist definiert, wenn sich zwei oder mehrere Leute heimlich verabreden zum Nachteil eines Dritten, sozusagen. Ja, jedes Verbrechen, wo mindestens zwei Leute beteiligt sind, oder schon ein Mobbing, wenn zwei hinterm Rücken eines anderen etwas machen, schon das ist eine Verschwörung. Und aber auch jedes Verbrechen, jeder Diebstahl, alles, was eine Absprache enthält, ist eine Verschwörung sozusagen. Und es wird so getan, als ob eine Verschwörung etwas ist, das es in Deutschland nicht gibt. Aber es gäbe so ein paar Verrückte, die würden immer denken, es gäbe das. Dabei ist es etwas, es wird einfach völlig falsch. Man tut Verschwörungstheorie auf eine Überlegung, ob ein Asteroid die Erde trifft, was völliger Quatsch ist. Da kann sich niemand verschwören. Wer soll sich verschwören? Der Asteroid kann sich doch mit niemand verschwören. Also das ist einfach, es gibt Leute, die sehen, die schauen, okay, wie sind die Machtverhältnisse, wer ist gerade so, die Obrigkeit so, und diesen Arschkriecher, die wollen einfach immer zeigen, sie sind die brave Bürger, sie halten sich an was weiß ich, an die Corona-Maßnahmen oder was weiß ich, und dann die anderen, die wollen sie dann anzeigen, die wollen sie dann denunzieren, das ist dieses, als Verschwörungstheoretiker praktisch abstempeln. Das ist so eine Arschkriecher-Mentalität, die sich der anbietet praktisch der Machtelite, die gerade dran ist. Und aber eben auch völlig hirnverbrannt, völlig dieses Verschwörungstheorie, diesen Begriff da missbrauchen. Und das macht auch, und so kommt der auch jetzt daher, dieser Schätzle hier. Er redet von wirren Theorien und Verschwörungstheorien. Ja, neben mir gibt es ja auch noch andere Leute, die sich irgendwas ausdenken. Aber ich befürchte, die versuchen auch mich in diese Ecke zu schieben. Und dann werde ich also auf der Hut sein. Und jetzt schauen wir uns also nochmal an, wo dieser Nils Wilhelm hier. Dennoch will die Polizei weiterhin allen ernstzunehmenden Hinweisen nachgehen. Möglicherweise gibt es dann vielleicht doch noch diesen Strohhalm, an dem sich auch die Großeltern klammern. Aber was hat er gesagt? Ernstzunehmende Hinweise. Ja, ja. Aber das, was ernst zu nehmen ist, das wollen die praktisch entscheiden. Und wie ernst zu nehmen die sind, das erkennt man daran, dass von dem Haus nie irgendwelche, wo die Rede ist, da direkt runter wurde gefunden. Aber das Haus wurde von allem ausgeklammert. Völlig hirnverbrannt. Und der uns vielleicht doch den entscheidenden Hinweis auf den Verbleib von Felix liefert. Es ist unwahrscheinlich, dass Felix Heger noch lebt, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und für die Großeltern ist es natürlich auch wichtig, falls Felix Heger nicht mehr leben sollte, auch einen Ort zu haben, wo man trauern kann. Die schreckliche Ungewissheit beendet. Und das ist jetzt der hier oben. Auch deshalb sucht Nils Wilhelm neue Spuren. Was hat er in der Felsspalte gefunden? 15 Jahre, nachdem dort die Polizei alles abgesucht hat, findet er eine alte Flasche und ein Shampoo. Also ich misstraue diesem Typ hier auf der ganzen Linie. Auf der ganzen Linie. Zu behaupten, er hat es hier alles vorgetäuscht, er zeigt ja alles an, sozusagen. Aber trotzdem, man muss ja die Dinge nicht falsch formulieren. Ich misstraue ihm total.
Und ich habe Zweifel, dass es hier mit rechten Dingen zugeht. So kann man sagen. Die Fundstücke allerdings bringen den Fall Felix Heger nicht weiter. Dieses wichtig-tourische Ding da, Hanna, diese ganze, was da arrangiert wird, die Suche da vor der Kamera und ach, jetzt finden wir gerade was. Ich bin schon ein wenig verwundert, sage ich offen und ehrlich, dass wir überhaupt was finden. Das ist jetzt genau unter dem Stein gefunden, wo die Sachen von Michael Heger lagen. Die lagen genau hier. Und ungefähr 6 Meter weiter haben wir auch noch gestern Dinge aus den 80ern gefunden, die in Plastiksäcke eingewickelt waren. Nils Wilhelm und sein Verein haben 75.000 Euro Belohnung ausgeschrieben für den Hinweis, der zu Felix führt. Im Sommer. So, also, wie gesagt, ich misstraue dem Typ total. So, das Ganze erinnert mich nämlich an einen anderen Fall. Eine Bibel, die angeblich, die haben sie eine Bibel in so einen Kübel rein und dann haben sie am nächsten Tag ist immer der Kübel voller Öl gewesen. Und dann haben sie gesagt, das Öl ist aus der Bibel rausgekommen. Und das habe ich noch nie geglaubt. Das habe ich noch nie geglaubt. Und letztlich kann ich zeigen, also Moment, das ist dann hier. The Oil Bible of Dalton, Georgia, How a Miracle Fell Apart. Also das, wie das Ganze aufgeflogen ist. Also letztlich, das war irgend so Traktorenöl. Und wer weiß, was die Leute noch, ob die haben das Öl verkauft in kleine Portionen oder nee, sie haben es verschenkt, aber für Spenden. Aber haben das dargestellt, das sei ein ganz besonderes göttliches Öl. Und das ist einfach, das habe ich noch nie geglaubt. Ich habe auch extra mal irgendwann eine Mail geschrieben, für den Fall, dass das auffliegt, dass ich es vorher schon, die muss ich mal irgendwo rauskramen, dass ich das vorher schon gesagt habe, jetzt hier, dass man sieht. Aber A so, miracle is in the Bible for hier sure. die Öl, die That's Birbi. just a sign and a wonder. But it's your faith and it's how you apply it and use it that Das is. sind die Missionare da, die Pastoren oder was, die Gaukler, die Betrüger. Und die haben praktisch, das ist bis Deutschland ist das, hat man davon erfahren. Und das ist also einfach, für mich ist das einfach Betrug. Und das, man muss so sagen. Ja, wie gesagt, weil dieser Nils Wilhelm, der zeigt mir die Leute ja an, das hat mich ja auch angezeigt. Deshalb muss man schauen, wie man das Ganze, dass man da keinen Fehler macht. Also, zu sagen, Nils Wilhelm ist ein Betrüger, das darf man so nicht machen. Aber man darf es anzweifeln, man darf überlegen, ist das Betrug und man darf auch denken, dass es Betrug ist. Man darf aber nicht sagen, Nils Wilhelm ist ein Betrüger. Das darf man dann machen, wenn er rechtskräftig verurteilt ist, sozusagen. Also, jetzt schauen wir uns mal die Betrüger an hier. Where the miracles come in. When it started in Psalm 39, Also das it ist went die, to the back of the Bible. Das ist But die, when it went to the back of the Bible, it formed a heart over the Middle East. Das ist alles gelogen. Und da dann sind die ölige Bibel die Leute auf den Kopf und dann fallen sie um in Ohnmacht. When I anoint people with the Bible, Johnny's seen it. Also, das sind einfach Betrüger und denen ist geglaubt worden. Ja, also, und wenn es einfach Dinge gegen den gesunden Menschenverstand sind, und so muss ich sagen, was hier präsentiert wird in diesem Video, das stößt mich total ab. Das stößt mich total ab. Und das sollen sie einfach die Leute, die hier spenden für so ein, da macht ein Typ einen Verein und Moment mal, ich schlage es geschwind auf. Ja gut, jetzt gehe ich nochmal auch auf was anderes ein, auf ein früheres Video noch in dem Fall und was für Unsinn da von alles Seiten geredet wurde.
Also ich habe das hier und lasse es jetzt laufen. Die genaue Todesursache des Vaters ist nur schwer festzustellen. Die Polizei geht von einem Sturzgeschehen in Verbindung mit Erfrierungserscheinungen aus. Das passt nicht zu dem gefundenen Alkohol und den Schlaftabletten. Das ist ein völlig dummes Geschwätz. Ein Sturzgeschehen mit Erfrierungen würde nicht passen zu dem Alkohol und den Tabletten? Falsch! Natürlich würde es passen. Es ist zwar falsch, dass es so ist, das stimmt schon, aber die Begründung ist Unsinn. Also hier, was in diesem Video gebracht wird, ist lauter Nonsens. Lauter Nonsens. Die Ermittler vermuten, dass dieses Biwak nur... Und das ist der nächste Nonsens. Auch hier, lauter Nonsens. Lauter Nonsens. ...möglicherweise für die Sucheinheiten der Polizei oder sonstigen Rettungskräfte eigentlich nur drapiert war, um uns von einer anderen Richtung abzulenken. Ja, genau. Aber von wem wurde das drapiert? Das wurde vom Täter drapiert. Das ist richtig. Aber die sagen, es hat der Heger hat es drapiert. Das ist dieser Nonsens hier. Der erste Polizeihauptkommissar Norbert Schätzle war von Anfang an bei den Ermittlungen dabei. Er geht auch davon aus, dass der Vater eine Schande dann noch gelebt haben muss, während die erste Suchaktion lief. Nachdem wir in Bühlertal durchsucht hatten und Gegenstände in dem Biwak aufgefunden hatten, muss unserer Ansicht nach Michael Heger wieder nach Bühlertal zurückgekehrt sein. Er hat möglicherweise unsere Suchmaßnahmen abgewartet, bis wir sie beendet hatten und ging dann anschließend wieder zurück an den Ort unserer Ausgangssuche. Alles Blödsinn. Wollte Felix' Vater die Polizei in die Irre führen? Wenn ja, warum? Nicht der Felix' Dings. Also da sieht man, wer das da eine verbrochen hat. Nicht der Vater hat eine falsche Spur gelegt, sondern seine Mörder. Hat er sich wirklich selbst getötet? Und vor allem, wo ist Felix? War das Kind vielleicht gar nicht vor Ort? Wir begleiten Nils Wilhelm in das felsige, steile Waldstück bei Bühl. Jetzt kommt er kann sich nicht vorstellen, dass hier ein Vater mit seinem nicht einmal 3 Jahre alten Sohn... Er kommt von oben. Aber man sieht, hier ist der Weg und da unten sieht man den Weg. Und man sieht, hier ist einfach nur Waldboden. Hier kann man problemlos laufen. Aber er klettert oben rum. Entlang geklettert sein soll. Warum? Im Winter. Warum von oben runterklettern? Wenn man, nee, ich sage ja nicht, dass es so war. Ich sage ja auch, dass da war der Heger überhaupt nicht. Aber die Begründung, was die machen, ist so Nonsens. Von jedem, von der Journalistin, von dem Wilhelm und von diesem Polizist hier. Alles, die reden Unsinn. Es gibt 2 Wege. Man kann natürlich zu Fuß diverse Kilometer zu dieser Nische kommen, gelangen. Das ist schon möglich. Hat man aber einen gewissen Zeitdruck und den muss man gehabt haben, dann bietet sich dafür keine Gelegenheit, mit einem kleinen Kind hier im Schwarzwald rumzukraxeln. Wieso? Da gibt es doch diesen Weg hier. Nils Wilhelm kennt alle Theorien rund um das Verschwinden von Felix. Angeblich hatte Michael Heger Kontakte zu einer Sekte. Hat er selbst die Fundstücke in dem Lager bewusst platziert? Ging es... Das ist dieser Unsinn, dass er es war. ...um Kinderhandel? Oder wollte er Felix ins Ausland bringen lassen, um ihn der Mutter zu entziehen? Für mich steht fest, es steckt viel mehr dahinter. Unglaublich viel mehr. Die offensichtlich falsch gelegten Spuren... Der Leichen von 6 Wochen später. Wir sind total im Dunkeln, was das angeht. Ja, er ist im Dunkeln. Alle, die hier geredet haben, richten Schaden an in dem Fall. Und das muss kritisiert werden. Und wie gesagt, das sollte jetzt ein Trailer sein, da ist jetzt auch schon eine halbe Stunde. Aber ich mache dann in den nächsten Tagen nochmal ein Video dazu.